In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben nach dem Tod eines Fernsehjournalisten tausende Menschen protestiert und den Rücktritt von Regierungschef Irakli Garibaschwili gefordert. Der Journalist Alexander Lashkavara war wenige Tage vor einer geplanten Demonstration für die Rechte von Homosexuellen zusammengeschlagen worden. Am Sonntag wurde er tot in seiner Wohnung gefunden. Die Todesursache war zunächst unklar. Im Streit um die LGBTQ-Demonstration waren am vergangenen Montag etwa 20 Journalisten von homophoben Aktivisten angegriffen und verletzt worden. Der geplante Marsch wurde daraufhin abgesagt. Lashkarava war mit Frakturen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht und einige Tage später entlassen worden. Die Gewaltexzesse hatten auch im Ausland Entsetzen ausgelöst. Ministerpräsident Garibaschwili hatte die LGBT-Aktivisten zuvor aufgefordert, den Marsch abzusagen, um niemanden zu provozieren. Er macht die Organisatoren der Pride für die Konfrontation verantwortlich. Georgien gilt als ein konservatives Land, in dem die orthodoxe Kirche eine große Macht genießt.